Um mit dem Sturmsoldaten von Level 10 auf Level 11 zu kommen, müssen wir 40 Gegner auf Golem Island töten. 4 Gegner im antiken Hafen von Golem Island töten, während wir entdeckt wurden, ohne getroffen zu werden. Und 2 Gegner kurz nach einer Rolle töten. Ja, wie unschwer zu erkennen ist, befinde ich mich bereits auf Golem Island. Und ich habe auch meine liebe, treue 416. Und zwar deshalb, weil ich das jetzt hier mit meinem Hauptcharakter spiele. Bei dem habe ich nämlich auch noch keine Klasse auf Level 11. Da habe ich mir nie die Mühe gemacht, die weiter zu leveln. Und da dachte ich mir, dann nutze ich doch einfach mal die Gelegenheit, um ja meinen Hauptcharakter-Slot zu leveln. Ich nutze jetzt hier Nachtsicht und Wärmebild, auch ohne dass ich das wirklich ausgerüstet habe. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ansonsten ist es vielleicht ein bisschen dunkel. Ich wollte eigentlich um 4 Uhr los aus dem Biwak, also halb 5 eigentlich. Und habe aber vergessen, dass man aus dem Biwak irgendwie immer eine Stunde früher rausgeschmissen wird, als man eigentlich angegeben hat. Und ja, deshalb ist es jetzt noch sehr dunkel. So, 40 Gegner hier und außerdem 2 kurz nach einer Rolle. Das kriegen wir hin, auch wenn so eine Rolle total unrealistisch ist. Total unrealistisch. Weil da wird die Waffe schmutzig, kommt Dreck in den Lauf und so weiter. Das ist nichts, was man will. Jemand drin? Nee. Gegner. Ja, toll, und jetzt geht er weg. Klasse. Kann ich das Ding ausschießen? Habe ich einen Schalldämpfer drauf? Ja. Ich habe meine Waffe auch extra wieder neu lackiert. Beide. Also die Nebenwaffe und die Hauptwaffe. Aber das sieht man jetzt halt nicht so richtig. Man zählt das. Nichts. Wobei, das ist zu weit weg. Was ist denn jetzt? Nee, hat nicht gezählt. Töten Sie einen Gegner kurz nach einer Rolle. Wie kurz soll das denn sein? Oder soll ich den Nahkampf töten kurz nach einer Rolle? Ich gehe mal wieder da hoch. Ah, ich hätte gerne, dass es heller ist. Wobei, die Sonne geht langsam auf da hinten. Weil wir sind hier im Nordwesten, glaube ich, ne? Nee, oder? Oben rechts ist es, okay, Nordosten ist es. Ich irgendwie dachte, es wäre oben links. Naja, war schon lange nicht mehr hier auf der Insel. Hat mir aber damals echt Spaß gemacht, als ich da war. Das allererste Mal habe ich mich hier hingeklitscht. Da ging das noch gar nicht offiziell. Oh! Shit! Tja. Ich könnte der dunkelste Nacht ausmachen. Dann wäre es nicht ganz so dunkel. Oh Gott. Wo laufe ich denn hier dagegen? Steine. Ich muss da hoch. Die Ausdauer ist futsch. Ist hier irgendwo ein Deckungsbusch vorne? Ich will mich jetzt nicht in den Dreck legen, wenn es geht. Es ist gerade sehr hell, ne? Naja, nicht wirklich. Mit Nachtsicht ist es hier gerade sehr hell. Schauen wir mal, was die Drohne sagt. Wo laufen die denn rum? Da wurden wir entdeckt und da laufen sie auch rum. Das ist die schlechteste Wärmebild-Sicht, die es gibt, ne?
Es ist halt einfach alles kalt. Außer kalte Lampen, LED-Lampen, die sind irgendwie heiß. LED-Lampen werden auch heiß, aber ja. Bedrohung ist in der Nähe versteckt. Finden und angreifen. Soll hell werden. Ah, da hinten geht die Sonne auf. Schön. Die Sonne am Horizont. Wow, Alter. Das hat sich böse angehört. Seit wann machen die Drohnen denn solche Geräusche? Vor allem, wo ist die? Ich meine, die Drohnen, die glühen doch immer auf. Normal, oder? Wärmebild. Ach da, guck mal. Das ist ein Behemoth. Im Raid-Container. Ich habe den Raid nach wie vor nicht gespielt. Oh, der Behemoth hat die Drohne entdeckt. Gut, also die haben sich beruhigt. Da geht die Sonne auf. Perfekt. Vielleicht gibt es da ja einen Dingens. Oh, da gibt es eine Waffe. Hey, eine Waffe. Oder ein Aufsatz, irgendwas. Haben wir hier einen Generator? Keinen offensichtlichen. Nur irgendein Sentinel, der rumbrüllt, sie sollen die dumme Sau umbringen. Da hinten blinkt was Rotes im Wald. Seht ihr das? Da. Ja. Schön, noch zwei Aim-Drohnen. Ja, genau. Also irgendwie hatte ich es nicht ganz so gefährlich auf Europa. Oh, in Erinnerung. Drohnenpilot und ein was? Ein Schütze. War irgendwas mit Nahkampf? Nee, war nichts mit Nahkampf. Ich probiere es jetzt nochmal. Scheiße, wir werden toll, das war ja gar nichts. Ja, das hat gezählt. Nice. Warum hat der andere eben nicht gezählt? Zählen willst du vielleicht nicht. So friedlich. Friedliche Musik. Naja, was heißt Musik? Hintergrundgedudel. Erinnert mich ein bisschen an Far Cry. So, wir müssen aber immerhin noch weitere 36 Gegner töten. So, ich schnapp mir jetzt mal den Raketenwerfer. Und schau mal, dass ich hier die ganze Ausrüstung korrigiere. So, so müsste es passen. Oh, habe ich doch richtig gehört? Ich glaube, da kommt noch einer, oder? Jo. So, wo sind diese Aim-Drohnen? Hä, warum habe ich... Was? Ihr habt doch gesehen, dass ich da gerade ein Dings hingemacht habe, oder? Ich habe da gerade ganz eindeutig die Simultanschuss-Drohnen hingepackt. Oder habe ich so einen Aussetzer? Was war das denn? Bugs. Käfer. Aber wo sind die Drohnen? Ich höre sie. Aber ich sehe sie nicht. Ah, die ist noch ein ganz gutes Stück weg. Alles klar, bitte. Brauche ich noch nicht so vorsichtig vorzurücken. Seht ihr, wie schön lackiert meine Waffe ist? Sieht aus, als wäre sie aus Plastik. So, den habe ich ausgewählt. Aufpassen, dass nicht irgendwie ein blöder Baum oder ein kleiner Busch oder so dazwischen ist. Wie hier zum Beispiel, da bleiben die Raketen nämlich gerne dran hängen.
Zitronenabwehrspray hätte ich noch. 7 Stück, glaube ich. Von dem ich aber nicht weiß, wie lange das wirkt. Könnte die natürlich dann auch mit C4 ausschalten. Soll ich es riskieren? Das hat nicht funktioniert. Weg hier, weg hier, weg hier. Deckung, Baum in den Rücken, danke. Vollauto. Habe ich den überhaupt Schaden gemacht? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist die Rakete explodiert? Die waren schwarz, ne? Ja. Tja. Das hat dir nicht so gut geklappt. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Na komm, dann machen wir das Lager hier. Oder... Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich hin soll, hin kann. Oh, da gibt es ein Tavor. Was gibt es hier für eine? Eine Ru 12SG. Ja. Ich bin nicht so der Schrotflintenfreund. Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. Komm, ich lasse die Drohne links liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und begebe mich zu diesem Stützpunkt. What? Was? Geh kacken, Junge. Sind die immer noch aufgebracht? Ehrlich? Ja, die sind immer noch in Deckung. Ach, weil die Behemoth meine Drohne entdeckt hat. Deshalb. Was habe ich denn hier? Ach so, das war das Icon für den... Oh, Moment. Das ist ja ein Stash. Das ist ein Icon für... Da muss man im Raid die Hand drauf drücken. Ich habe das zwar selbst nicht gemacht, aber ich habe es in Videos gesehen. Ich habe den nicht gekillt. Und den auch nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Ich sollte laufen. Siehst du, sag ich doch, ich sollte laufen. Keine Deckung weit und breit. Baum im Rücken. Ab durch die Mitte. Oh, Gefahr rechts, Gefahr hinten. Keine Ausdauer mehr. Vielleicht sollte ich doch woanders hingehen. Ich habe halt jetzt leider, dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit mit anderen Waffen gespielt habe, weil ich die 416 nicht hatte, bin ich es halt nicht mehr gewohnt. Ne? Kann nicht mehr abschätzen. Wie weit... die fliegen, wie stark der Bullet Drop ist und so weiter. Ich muss mich erst wieder einschießen. Nee, nicht jetzt Magazin leer. Nee, Mann, doch, das gibt's doch nicht. Muss denn ausgerechnet jetzt dieses verdammte Magazin leer sein? Oh, ich dachte so, ja, den mache ich weg, ist kein Problem, die fahren jetzt da ran, dann schalte ich den Minigunner aus und dann den Fahrer und ja. Tja, da habe ich die Rechnung ohne mein Standardmagazin gemacht. Ich habe hier ja in meiner 416 kein erweitertes Magazin drin. Sollte ich vielleicht einbauen, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Hier, Standardmagazin. Erweitertes Magazin wollte ich. So, war ein erweitertes drin? Nee, oder? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es leer. Gut, gut. So, noch 31 Gegner und 4 davon im antiken Hafen. Wo ist der denn? Ich habe hier schon eine ganze Menge aufgedeckt. Antiker Hafen ist da links. Haben wir da einen Biwak? Wir haben da das Biwak.
Ich kann auch da zur Straße gehen. Da laufen scheinbar noch ein paar Sentinels rum. Und dann kann ich mir vielleicht ein Fahrzeug schnappen. Immer diese blöden Drohnenpiloten. Und noch eins. Na toll. Da haben wir ein Fahrzeug. So. Wir haben ein erweitertes Magazin drin. Brauche ich jetzt hoffentlich nicht nachzuladen. Komm, steig ein. Machen wir einfach mal eine kleine Spritztour auf Golem Island. Ich finde, die Insel ist halt echt wahnsinnig schön und ich hoffe wirklich, dass Moa Island eröffnet wird und halt auch so cool aussieht. Und vielleicht sogar noch... hallo! Hallo! Hat er gezählt? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. So, der antike Hafen war... Muss ich der Straße weiter folgen? Oh, guck mal, da gibt es Geldcredits. Das ist aber die Satellitenschüssel. Da wollen wir jetzt nicht hin. Ich weiß, es gibt noch irgendeine Aufgabe, wo man da einige Leute töten muss. Am antiken Hafen war ich noch nicht. Gibt's denn sowas? Okay, dann die nächste links oder einfach querfeldein. Das Fahrzeug müsste ja geländetauglich sein. Ah, festgesteckt. Verdammt. So, hier haben wir die Straße. Ist das auch die richtige? Jo. Und dann rechts halten. Oh Gott. Bin ich noch weit weg? Ne, bin eigentlich relativ nah. Laufen wir den Rest zu Fuß. Och nö. Och nö. Böse fliegende Drohne. Oh, Wolves. Roger, verstanden, hier auch. Das sind Wolves. So, wo ist die? Wo ist die Fliegende? Ich sehe sie nicht. Hä, was ist das denn? Da. Ich kann jetzt leider nicht gleichzeitig den... Ja, verdammt. Den Raketenwerfer ausrüsten. Wenn ich Pech habe... Und die Drohnen jetzt, die Simultanschussdrohnen, diese Drohnen nicht ausschalten, dann sterbe ich gleich. Doch, bam, bam. Haha. Ich habe da was gehört. Oh Gott. Heilige Scheiße, wo kommt der denn her? Oh, ich habe nicht getötet. Verdammt. Ich habe ihn halt auch kaum gesehen. Oh, shit. Hier riecht's nach Blei. Habt ihr gewusst, dass Blei giftig ist? Vor allem, wenn es so schnell fliegt. Oh, um Gottes Willen. Vielleicht wäre jetzt doch ein guter Zeitpunkt für die da. Habe ich keine mehr? Oder bin ich nur wieder blind? Ich habe keine mehr. Ich habe keine mehr. Oh nein, ich muss die Nebenmission nochmal machen, in der man das alternative Drohnentarnspray bekommt. Oh, schlecht. Tja. Dann sage ich schon mal, war schön, euch gekannt zu haben. Ich werde vermutlich gleich sterben. Zum zweiten Mal in dieser Folge. Stein. Und ein Busch. Ah ja, hier sieht man halt echt gar nichts vor lauter Grünzeug. Ne? Das ist wie Vietnam. Ein Wolf. Und ein Sentinel-Schütze.
Mehr konnte ich leider nicht sehen, bevor die Drohne zerstört wurde. Aber ich dachte mir, oh, jetzt sind wir doch an der Satellitenschüssel so weit weggerannt. Umsonst den ganzen Weg gefahren. Ja, ich dachte mir schon so, also realistisch ist es ja nicht, hier mit der Drohne zwischen den Bäumen rumzufliegen, überall dagegen zu klatschen. Killen wir eben da ein paar. Ja, bei der Dingens müssen wir sowieso entdeckt werden. Bei der Drohnen, nee, bei dem antiken Hafen. Da sind die Scale-Credits drin. Piu! Das Gute hier auf Golem Island ist, hier laufen verdammt viele Wolves rum. Das heißt, es gibt sehr viel befriedigendes Pling! So, dalle. Da haben wir die Scale-Credits. Wie viele sind's? Ich glaube 2000, ne? Hab ich eben gesehen. Hab ich's überhaupt gesehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Scrats. Scrats kann man immer gebrauchen. Der Regen, der verhagelt mir hier leider ein bisschen die Sicht. Ich weiß noch, wie es hier aussieht. Ich habe das Gebiet hier schon mal gemacht. Ach, ja, ich habe das alles schon mal gemacht hier. Aber in einem Anspiel-Event. Und nicht mit meinem richtigen Account. Halt mit dem speziell kopierten Anspiel-Account. Das Ding hier macht mir Sorgen. EMP-Granaten. Hatte ich hier nicht... Ach nee, da wollte ich nur, ne? EMP-Granate, dafür reicht eine MK1. Hier. So. Granate habe ich ausgewählt. Kann ich die da bouncen lassen? Ja. Noch einmal deaktivieren. Deaktivieren! Hacken? Also ist sie dann permanent deaktiviert, wenn ich die einmal... Ups. Ich wollte nur da raus. Komme ich da wieder raus mit F? Oh Gott. Wenn ich die einmal mit einem EMP treffe, wird die dann permanent deaktiviert oder ist das nur... bis EMP aufhört zu wirken. Ich höre einen Heavy. Ich finde es blöd, dass es dunkel nachts halt auch Auswirkungen innerhalb von Gebäuden hat. Vor allem, ich gucke hoch, hell, guck runter, dunkel. Das macht halt einfach keinen Sinn. Bei einer Aktion in Pakistan habe ich mal ein paar Männer verloren. Das wissen zwar alle, worauf sie sich einlassen, aber... Ich denke immer noch an das zurück. Immer noch nichts. Was soll ich dazu sagen? Du wirst dafür bezahlt. Hier ist nichts. Ja, alles würde ich so nicht unterschreiben, was da nichts ist. Ich sehe halt nichts original hier, ne? Ist das da vorne ein Gegner? Nee. Nichts hier! Ich ertrinke! Fütter meinen Fisch! Gesichert! Was? Von, achso, vom Regen oder was? Bist du hier in einem Gebäude? Warum sind in deinem Gebäude, in dem Gebäude deine Socken durchgeweicht? Ist hier rumgerannt oder was? Jemand auf Klo? Nee? Gut. Wir werden hier
draußen sicher nichts finden. Ah, das glaubst auch nur du. Komm mal um die Ecke. Kommt der überhaupt? Ich habe hier halt gar nicht aufgeklärt, was draußen ist, ne? Schwierig. Schwierig. Ich weiß, dass da noch ein Wolf ist und ich weiß, dass ein Heavy da ist. Hm. Was ist da? Kann nicht schaden, sich das anzusehen. Und ein Sentinel ist auch noch da. Da! Scheiße, Magazin leer. Negativ. Kein Feind. Kein Feind, kein Feind. Negativ. So, was haben wir hier? Eine hübsche Kontrollstation. Ich duck mich mal lieber. Sag mal, hier gibt's doch bestimmt auch was, ne? Was gibt's hier? Eine Hochleistungsgasmaske. Okay. Und noch ein paar normale Kisten. Die ist natürlich nach da oben auf der Strebe bestimmt, ne? Will ich nicht unbedingt hin. 14 Gegner brauchen wir noch. Davon 10. Oben sind lauter Scharfschützen, ne? Das weiß ich auch noch. Die Frage ist, wo? Da. So. Da ist noch einer. Oh, ja. Da ist noch einer. Ah, das ist aber weg. Verdammt. Gut. Okay, ich denke, wir können uns nochmal auf den Weg Richtung antike Hafen machen. Eben da raus. Ach, da kommt man auf diese Satellitenschüssel. Okay. Cool. Cool, cool. Schön, schön. Gibt es hier eine Kiste? Okay. Da geht's auch noch hoch. Ich gehe mal da raus. Vielleicht kann ich ja da vom Dach springen. Im Fallschirm, da sind wir auch draußen. Das nervt mich eigentlich immer am meisten. Also es gibt ja auch Spiele, bei denen man sich komplett durch ein ganz verworrenes Gebiet kämpfen muss. Da ist eine Kiste. Und dann muss man den ganzen Weg wieder komplett zurücklaufen, weil es keine Abkürzung dergleichen gibt. Ach, da ist ein Generator. Flup. Strom aus. Aus die Maus. So, welche Richtung geht's denn die, ne? Ja. Ab geht's. So, oh oh, ouch. Hab mir ein bisschen die Nase aufgerubbelt am Baum. Trotz all der Stunden, die ich das Spiel schon gespielt habe, macht es mir einfach immer noch Spaß. Aber tatsächlich spiele ich es nur noch momentan, wenn es halt was Neues gibt. Alles ruhig hier. Oder wenn ich aufnehme. Okay. Aber gut, andererseits spiele ich ansonsten halt fast gar nichts momentan. Beziehungsweise Stronghold Warlords im Moment noch. Roter hier Baum. Hier ist nichts. Hier ist auch alles ruhig. Aber warum hat es den ausgerechnet? Jetzt müssen ruckeln. Mann! Hier rührt sich nichts. Ah, dann machen wir das. Aber nichts zu berichten. Hallo. Gut, er hat mich erwischt, aber nichts Lebensbedrohliches. Einmal nachladen. Ich wollte eigentlich im Dauerfeuer durchschießen. Aber habe mich dann doch anders entschieden, weil ich Angst hatte, dass mein Magazin leer wird. Kommt man da nicht anders rauf? Ach, guck mal, da hinten gibt es noch Skill-Credits. 2500.
Hier, man kann nur hier rüber. Alles klar. Dann gehe ich mir noch die Scale-Credits schnappen und dann gehen wir darüber. Da leuchtet was grün. Ist das was? Das sieht aus, als wäre es was, was man aufheben kann. Ne? Vermutlich nur ein Textur, nicht richtig. Aber da auch. Das habe ich aufgehoben. Ist das ein Vogel? Das ist der einzige rote Baum und hier ist ein Massengrab. Ich wollte gerade schon sagen, ist das ein Vogelnest, weil ich dachte, das wären Eier. Was ist das? Auf jeden Fall so ein antikes Ding. Vielleicht ein Opferbaum oder sowas. Gibt es da Infos, die man einsammeln kann? Sieht nicht so aus. So, wo ist die Kiste? Ah, da unten. Nicht da runterfallen, bitte. Würde ungern um die Insel rumschwimmen. Ja, Golem 1 sieht halt schon echt geil aus. Kann man nichts sagen. Oh, nicht da runterfallen. Kann ich da hoch? Ja, cool. Ja, Kult. Gut. Schnappen wir uns das Auto in Tarn-Neonrot. Wir sind so sichtbar, dass wir unsichtbar sind. Ihr kennt ja den Begriff im Licht verstecken, oder? Das können Gegenstände, die man ganz dringend braucht und sucht, ganz besonders gut. Die liegen dann irgendwo ganz offensichtlich, aber weil sie halt eben so offensichtlich darum liegen, siehst du sie nicht. Das ist im Licht verstecken. Kann ich darüber? Ich hoffe. Oh mein Gott. Nach der Autofahrt muss ich mir erstmal eine Spritze reinrammen. Oh Gott. Warum? Der hat gerade Gas gegeben, obwohl ich nichts gedrückt habe. Hey, was war das denn? Also als er so auf zwei Rädern stand. Ich habe nichts mehr gedrückt, aber er hat trotzdem weiter Gas gegeben. Da ist eine kleine Hängebrücke. Da kann ich rüber. Oh, nicht schon wieder. Ich hasse Drohnen. Ich weiß, ich könnte in den Spieleinstellungen... Apropos, in den Weltparametern. Ah gut, hab die Sachen ausgestellt. Dachte schon, ich hätte vergessen, die wieder auszuschalten. Für dieses Format hier. Die Azrael-Patrouillen und die Helikopter-Patrouillen, weil es ist so schon schwer genug und so schon dauert so schon lange genug das alles. Da muss ich nicht auch noch unbedingt mich andauernd irgendwie verstecken müssen. So, und jetzt muss ich 4 Gegner töten, ohne Schaden zu erleiden. Das wird eine Herausforderung. Heißt ja nicht umsonst Klassenherausforderung. Was? Oh mein Gott. Nun, das war schlecht. Bin verletzt, hab keine Zeit für mehr, um mir einen Verband anzulegen. Weiter so! Bleib in Deckung! Hey! Shit! Ja, Mann! Scheiße! Ah, fuck, tot. Ich wollte einen Nahkampf wegmachen, aber... Ich war wohl zu schwer verletzt. Verdammt. Ach, sorry für die Stille während des Ladebildschirms. Ich habe die Gelegenheit genutzt, mir mal die Nase zu putzen. So, sind wir natürlich wieder außerhalb, ne? Hat das wenigstens irgendwie gezählt, ne? Nee, ne? Wir müssen wirklich 4 Stück hintereinander, ohne auch nur einmal getroffen zu werden. Tja. Setze Problem. Und wenn ich dem ins Bein schieße,
Schieß. Ja, so, das war dann einer. Vielleicht sollte ich Fernbild anmachen. Zwei, oh shit, Mörser. Ich hoffe, das zählt auch, weil ich stehe hier so außerhalb. Wärmebild. Zwei, drei, vier. Oh, toll, hat also nicht gezählt, verdammt. Nun, dann vielleicht sollte ich mich töten lassen. Oder selbst umbringen. Na komm, er schießt mich. Oh, die Zukunft der Kampftechnik. Pff, wie lange die brauchen? Schwierigkeitsgrad ist extrem. Also, extrem macht wohl nicht, dass die Gegner besser treffen, sondern nur, dass ich mehr Schaden erleide. Okay, ich muss mich also tatsächlich vor Ort befinden und darf nicht außerhalb stehen. Kommen noch nur noch diese vier Gegner, dann haben wir's. Mein Gott, schon 36 Minuten. Eieiei. Hallo du. Zack. So. Geschütze ausschalten. Ich mach schon mal da Dingen ab. Zwei Schuss habe ich verbraucht. Wie viel hat ein erweitertes Magazin? 50? So, aus. Ich brauche einen Punkt, wo gute Deckung ist. Ich setze mich erstmal hier hin und guck mir mal an, wie das da oben aussieht. Da ist ein Haus. Mit Kram drin. Da ist so ein Raid-Gedöns. Was ist das? Eine Lampe. Da ist einer, zwei, drei, vier, fünf. Da hinten ist der Mörser. Da hinten ist ein Generator. Warum hab ich das noch eingeblendet? Genau, warum wird das eigentlich noch eingeblendet? Mal ausmachen hier. Einsatzzielmarkierungen. Hier, weg. Habe ich noch, weil ich ja mit dem gleichen Charakter... wie heißt's? Dingens aufgenommen. Let's play. Sie greifen uns an! Mach das Arschloch! So, bin ich entdeckt? Wärmebild? Nein, bin ich nicht. Komm! Ja, such dir Deckung. Bin ich jetzt entdeckt? War einer? Ich weiß nicht, ob ich entdeckt bin. Ob ich ihn nur aufgescheucht habe oder ob ich wirklich entdeckt bin jetzt. Er ist tot? Vielleicht einer von hinten kommt. Bin ich am Po? Also ein explodierendes Fass. Ich hoffe, da hinten ist kein Geschütz, denn da renne ich jetzt hin. Oh, nee, warum ändert sich die Kamera? Gut, der ist tot. Scheiße. Komm, nur noch einer. Oh, verdammt. Shit, 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 shit. Die
nicht ewig verschwinden. Mach die Bedrohung ausfindig. Wo ist der? Da. Ich hab ihn erwischt, aber es hat nicht gezählt. Verdammt, nein. Shotgunner. Ich glaube von hinten, ich weiß es nicht. Ich habe nicht gesehen, nur gehört. Warum hat das nicht gezählt? Heilige, wie soll man das denn schaffen? Töten Sie 4 Gegner im antiken Hafen. Das ist der antike Hafen. Antiker Hafen. Ja. Während Sie entdeckt wurden, ohne getroffen zu werden. Ist schwer. Da steht aber nicht, ich soll die mit einer Schrotflinte, mit einem Sturmgewehr töten, ne? Treffe ich nicht? So, nachladen, Spritze rein, versuchen da hinzukommen, das wird nix, komm, ja, kill mich, ist gut, ja, komm, noch eine Salve, schieß doch weiter, Mann, was soll die Scheiße, hört der etwa auf zu schießen, kurz bevor ich tot bin, das muss ich anders angehen. Probieren wir den Haupteingang. So, schauen wir mal, wie es dort aussieht. Da haben wir einen links. Den müsste ich so wegmachen. Das ist auch nicht viel Deckung, ne? Genial wäre natürlich ein Raum, der nur einen Eingang hat. Ist da eine Höhle? Nö, Durchgang. Okay. Sieht aus wie Reisfelder. So. Wir haben hier. Das sind natürlich. Das ist halt Durchgang, ja. Da oben. Kommen die da noch von der anderen Seite ran? Nein, das heißt, ich komme auch nur von der Seite ran. Ah, die könnten mich aber von unten abschießen. Aber wenn ich hier drin wäre, in diesem Ding da, ich könnte hier Minen hinlegen, aber ich komme ja gar nicht dahin, oder? Da unten das Ding ausschalten, kein Problem. Die ein, zwei Wachen, die hier rumlaufen, auch kein Problem. Dann müsste ich hier hoch. Und dann darüber. Ich probiere es einfach. Schalldämpfer drauf. Blümchen pflücken. Und wieder rein. Eigentlich dachte ich, ja, ich könnte heute 2 Folgen aufnehmen. Aber sieht nicht so aus. Ich rüste schon mal Minen aus. Anstatt EMP-Granaten. Beziehungsweise anstatt die hier. Ich meine, es steht ja nicht da. Ich soll die mit dem Sturmgewehr töten. Was war das? Ich kann nicht mehr anlegen. Ich kann die Waffe nicht mehr anlegen. Es geht nicht mehr. Er hört sofort wieder auf. Über Schulter geht auch nicht. Houston, we have a problem. Ah, jetzt geht's. Okay. Das geht auch. Gut. Ach
Nee, ich glaube, es wird wieder dunkel, oder? Wie viel Uhr haben wir? Ach Quatsch, 10:55. Da wird es noch nicht dunkel. So. Oh. Schnell das Geschütz ausschalten. Das sind die natürlich alle aufgeschreckt und rennen da hinten hin. Also kleine Planänderungen. Vielleicht kann ich ja von hinten rankommen. Das ist ein gutes Gefühl, dass wir nicht allein sind. Ja. Ihr seid nicht allein, ich bin auch noch da. Tja. Tja, ja. Schauen wir mal. Gibt es da was zum Aufsammeln, wenn ich jetzt schon mal hier bin? Nee, da ist nur rechts eine Kiste. Jetzt bin ich so geil auf die Kiste, die ist aber unten drunter. Da ist der Generator. Hier ist was faul. Warum geht der nicht kaputt? Eine Suche. Sie sind hier. Deckung. Wir müssen los geht's. Tja, dann... Hab ich jetzt Pech gehabt? Hab ich schon ein gutes Gefühl, dass wir nicht allein sind. Doch, möglicherweise, mein Gott. Ich bin hier. Ist gar nicht so leicht entdeckt zu werden, ohne direkt gekillt zu werden. Ich habe halt keine Chance, original keine Chance. Ich habe halt echt original keine Chance. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich unten? Unter dem Hafen? Ja, da geht's hoch. Oh, cool. Okay, guck mal, da komme ich da auch da hoch. Hey, nice. Guck mal, da oben ist sogar die Waffe. Und ein Haufen Wachen. Gut, 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 gut. Dann schaue ich mal. So, erstmal Schalldämpfer wieder drauf. Hier unten am Hafen gab es ja nichts, oder? Nee. Also am Steg. Im Anlegehafen, wie auch immer. Gut. So, ich hoffe, ich muss jetzt nicht zu viele umlegen, um da hochzukommen, dahin zu kommen, wo ich hin will. Denn wenn ich zu viele umlege, dann sind vielleicht nicht mehr genug übrig für die vier. Aufpassen. Da läuft auch einer da oben. Ich höre die Schritte. Da stehen zwei, da oben steht einer, einer läuft da. Komm, patrouilliert doch mal weg, mein Gott. Weg patrouillieren, bitte. Boah, wie gemein. Oh Gott, das... Oh, hey. Nix, noch nicht. Noch nähern sich keine Feinde. So. Minen. Eins. Zwei. Keine Ahnung, wo habe ich die erste hingelegt? Weiß nicht mehr. Da noch eine. Noch einen dahin. Und vielleicht noch einen da rein. Hab keine mehr. Na gut, von mir aus. So, dann sammeln wir erstmal die Waffe hier ein. Und dann wird der Schalldämpfer entfernt. Ich muss halt aufpassen jetzt, dass ich nicht auch noch irgendwie... Kann ich die Mine mit meiner... Also, dass ich nicht von meiner eigenen Mine hier gekillt werde. Ach, verdammt.
Also, da liegt einer. Oh Gott, das hier ist echt ein schlecht. Ja. Gibt's das? Ja, untersuch das mal. Da liegt die Mine. Hier. Nee, keine Verstärkung, bitte. Ich könnte ja auch mal den Ding jetzt wieder aktivieren, ne? Den. Weiter, Bedrohung lokalisieren. Und der kommt da hoch. An der Seite. Oh Gott, was ist das denn? Nee. Was schießt denn da? Um Gottes Willen. Jetzt habe ich ein Problem. Was? Wo, hä? Wie ist der da hochgekommen? Wie ist der da hochgekommen? Gibt's da vielleicht doch noch irgendwo hinten einen Aufgang? Nee, guck mal! Wie ist der da hingekommen? Da hat er gestanden! Was zur Hölle? Es gibt keinen... Ist der an mir vorbeigerannt und ich hab's nicht gemerkt? Der muss ja hier komplett vorbeigerannt sein, aber hier lag eine Mine und die ist nicht explodiert. Auf der Seite vielleicht vorbeigerannt? Wenn er hier vorbeigerannt ist, okay. Aber... Also... Irgendwas ist da nicht ganz koscher. So, schauen wir nochmal, wie es mit den Minen aussieht jetzt. Ja, vielleicht nochmal ein paar herstellen. So, und noch... Auch gerade noch eine EMP-Granate, wenn wir schon dabei sind. Und eine Spritze auch noch, habe ich gerade gesehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Folge beenden wir nicht unter einer Stunde. M4 Shorty. Eine Schrotflinte, die ich eh nicht benutzen werde. Hat das jetzt gezählt vielleicht? Nee. Schade. Wäre zu schön gewesen. Aber ich weiß auch nicht, ab wann das zählt, dass ich entdeckt wurde. Zur Not habe ich den Tipp bekommen von der guten Damn You auf unserem Discord-Server. Der Link zum Discord ist übrigens in der Videobeschreibung. Dass ich einfach, wenn sich eine Aufgabe nicht lösen lässt, sollte ich einfach mal die Sprache auf Englisch umstellen. Weil einige der neuen Herausforderungen nicht richtig übersetzt sind. Also ich brauche auf Englisch stellen dann. Sicher. Aber bleib wachsam. Wenn es so weitergeht, brauchen wir bald Schnorchel. Denk einfach an dein Gehalt. Es regnet doch. Wir haben Panzer! Wir werden angegriffen! Um Gottes Willen. Tschüss. Ich gehe dann vielleicht doch da runter. Oh, ich bin hart verletzt. Lalalala. Vielleicht funktioniert das ja auch. Ne? Die wissen, dass ich da bin, auf jeden Fall. So, und jetzt mal da um die Ecke und schnell verbinden. Ja, wechsel die Position. Lass mich verbinden. Eins. Schalldämpfer ab. Nachladen. Zwei. Nur damit sie nicht vergessen, dass ich da bin. Ach du Scheiße, das ist die Verstärkung?
Jawohl, nee, komm, Alter. Leg dich in Dreck, Alter. Ein fucking Kampfhubschrauber ist die Verstärkung? Wollt ihr mich ver... Hey. Alter Schwede, ihr wollt mich doch flachsen. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Das müssten 3 gewesen sein? Oder schon 4? Die Mine hier, die liegt bestimmt noch irgendwo. Der Heli hat die Mine kaputt gemacht. Der Elende. So, da wäre der letzte. Von dem ich keinen Schaden kriegen darf. Also der Heli ist böse. Komm, ich stelle mir gerade schon mal noch mal ein paar Minen her. Wobei, wir haben noch eine. Wo ist der hin? Ja, komm runter, genau. Laufen die Mine. Laufen die Mine, Mann. Laufen die Mine. Komm. Irgendwo da liegt eine Mine, glaube ich. Da irgendwo. Sei denn, ich habe zu schnell gedrückt. Mist. Keine Mine mehr da. Das waren 4. Ich hab's genau gesehen. Oh. Okay, der Treffer war. Ach du Scheiße, was machst du denn da? Hä? Ich hab. Er ist weg. Und jetzt werde ich von der blöden Pistole, die ich so hasse, abgeknallt. Heieiei. Oh, toll. Ganz toll, ganz großes Kino. Ach, heie. Oder zählt das hier auch schon wieder nicht mehr zu Hafen? Antiker Hafen. Was zur Hölle? Mit KI-Kameraden könnte das so einfach sein. Keine Spritzen mehr. Ist eh egal, ich darf eh nicht getroffen werden. Von daher. Ist auch egal, dass ich jetzt hart verletzt bin. Okay, mit Minen töten ist also nicht erlaubt. Es hat geklappt! Es hat geklappt! Na komm, tötet mich, dann habe ich vielleicht wenigstens wieder Bandagen oder so. Es hat geklappt! Und ich habe die Benachrichtigung leider ausgeschaltet, so wie es aussieht. Oh, es hat geklappt. Wir sind auf Level 11. Wir sind offiziell auf Level 11. Ich habe leider die Benachrichtigung im HUD ausgeschaltet, scheinbar noch. Weil ich die im Let's Play aus habe. Ja. Aber, alter Schwede, das war echt schwerer, als ich das, ja, als ich mir das erhofft habe. Als ich das dachte. Gut, dann in der nächsten Folge. Von Level 11 auf Level 12 dann. Bis, also, wenn du diese Folge angefangen hast, als sie hochgeladen wurde, um 15 Uhr, dann erscheint die nächste Folge jetzt gleich, um 16 Uhr nämlich. Okay, dann, bis gleich. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.